Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 11. April hier bei Gottmold TV. Ich grüße wieder Christian Kämmerer, wird für Sie hier, oder besser gesagt mit Ihnen hier mal den Blick auf den Markt werfen. Und wir wollen hier zu Beginn mal den Euro gegenüber dem US-Dollar uns anschauen, um dann zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar überzugehen. Den hatten wir schon am Freitag in der Beschau, dennoch heute nochmal einen Blick wert. Aber Euro-US-Dollar gehört hier zunächst die Bühne. Wieder mal relativ schnell abhandelbar, aber nicht minder interessant. Wir sind immer noch in einer Situation des Verharrens hier im Widerstandsbereich 1,14, 1,1450. In der vergangenen Woche, das ist hier die entsprechende Wochenkerze der Vorwoche, hätte man mutmaßen können, dass es hier einen schönen signifikanten Ausbruch gibt, nachdem ja in der Woche davor wiederum ein sehr, sehr starker Impuls erfolgte. Doch wir sahen jetzt hier mit der Vorwochenkerze eine Art Doji, schon eine Art Longledge Doji, also sprich mit langen Schattenwürfen. Hier eine ganz klare Unsicherheit an diesem Widerstandslevel und hier wird es jetzt wirklich fraglich werden, ob der Markt nach oben drehen kann. Gelingt es nicht, muss man hier definitiv nochmals von einem Scheitern ausgehen. Und das könnte dann hier relativ schnell wieder rund 400 Pips gen Süden führen. Wir sprechen dann eben hier von Niveaus um rund 1,10. Schrägstrich im Ausdehnungsfall könnte es auch wieder hier interessant werden im Unterstützungsbereich um 1,80, 1,82, wo es zuletzt ja hier im Januar auch im Bereich 1,0825 eine hervorragende spekulative Einstiegschance gegeben hat. Ob das Ganze nochmal passiert, das müssen wir mal ein Stück weit den Markt entscheiden lassen. Rein saisonal wirft sich hier nichts Tendenzielles voraus. Also auch wenn wir in die 40-Tage-Beschau gehen, haben wir hier jetzt im Frühjahr sozusagen eine relativ zähe Geschichte vor uns. Kurz abwarten. Ja, also wir haben zwar hier eine Seitwärtsphase bis Mai, dann scheint es hier einen Down-Dip zu geben, aber auch das, Sie sehen es hier an der Skala, ist relativ verhalten in Sachen Range, also richtig klares Momentum kommt hier nicht auf, obgleich Ende April, Anfang Mai es zu durchaus schwächeren Preisen kommen könnte, rein saisonal bedingt. Das würde sogar dann hier auch auf Wochenbasis ins Bild passen, aber dennoch hier aktuell ein bisschen unklar die Lage. Insofern darauf achten, was Euro-US-Dollar hier auf Tagesschartbasis zelebriert. Die Favoritensituation in der vergangenen Woche war ja auch die, dass wir grundsätzlich hier einen tieferen Spike nochmal sehen, sozusagen hier in die Fibonacci-Levels eintauchen. Das müssen wir jetzt ein Stück weit anpassen aufgrund des Hochs vom 7. April. Ja, haben wir hier aber definitiv eine sehr, sehr schöne Supportzone. Hier im Preisbereich 1,1315 haben wir hier mit den Hochpunkten vom Februar und eben hier dem Hoch vom März ein sehr, sehr schönes Level. Das passt auch dann hier sozusagen zwischen die Zone vom 38er und 50er Fibo-Level. Ergo, die Situation bleibt hier spannend. Rücksetzer sind aus meiner Sicht bis zu diesem Level immer noch zu favorisieren, da hier oben ja denkbar stark der Deckel drauf scheint und hier ein direktes Durchstarten meines Erachtens hier noch nicht möglich ist. Wir müssen mal abwarten, was die weitere Woche noch bringt in Sachen News und Reaktion entsprechend auf diese. Aber erst oberhalb von 1,1450 Grad per Tagesschluss jetzt dann auch könnte es hier wieder weitergehen. Bis dahin ist das hier eher ein zähes Seitwärtsgezerre mit der kurzfristigen Perspektive, dass es durchaus runtergehen könnte. Wir haben auch dazu wieder mal die Wochentagsstats zum Euro-US-Dollar, die ich Ihnen hier nicht vorenthalten will. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen relativ schwachen Wochenauftakt vor uns. In den letzten 52 Handelswochen ging es im Prinzip am Montag und insbesondere Dienstag runter, bevor sich dann zur Mitte der Woche zum Ende hin das Ganze stabilisierte. Also kurzfristig eher eine bärische Situation, die dann sich hier im Übrigen auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar widerspiegelt. Beim Euro wären wir jetzt im Prinzip durch. Hier lassen sich kurzfristig praktisch favorisierte Verluste erkennen, solange wir nicht über 14,50 rausgehen. Von der Range her sehr bescheiden. Wenn wir noch kurz den Stundenchart anschauen, ist das hier eine Situation. Sie sehen es hier, wildes Seitwärtsgezerre. Ja, am Freitag gab es dann hier nochmal einen schönen Ausbruchsversuch, um hier sozusagen ja, nach oben aufzudrehen. Letztlich hier alles ein sehr, sehr zähes Tauziehen. Richtige Entscheidung steht noch aus. So, britisch Pfund US-Dollar. Da gab es am Freitag einen schönen Erholungsimpuls. Das große Bild hatten wir uns im Devisenradar zum Freitag schon angeschaut. Deswegen brauchen wir hier nicht drauf eingehen. Es wird unverändert hier das Niveau 1,35 im großen Bild favorisiert. Und hier nochmal die Beschau auf den kurzfristigen Tageschart. Eine Erholung wurde durchaus in Aussicht gestellt von diesem, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, dieser rechten Schulter hier, von dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation.
Und ja, Freitag hatten wir auch einen sehr, sehr starken Erholungsimpuls. Und jetzt hier im Bereich 1,4150, 1,4160, diese Zone hier, da sind wir jetzt ein Stück weit in einem Widerstandsbereich. Deswegen verwandeln wir das Ganze mal in eine rote Zone. Und da prallt das britische Pfund auch heute ab. Zudem haben wir beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar heute eine sehr, sehr interessante FTSE-Vektorlogik, die hier auch eine Schwäche sozusagen in Aussicht stellt, und das vor diesem Widerstand oder gepaart mit diesem Widerstand ergibt also hier ein grundsätzlich sehr, sehr schönes Bild. Ich rufe Ihnen mal das Pattern hier ins Bild. Sehen wir knapp 62-prozentige Trefferquote, 280 Erscheinungen während der letzten 16, 17 Handelsjahre und hier im Schnitt eben mit einem Minus von 0,54% versehen. Das ist die heutige Ausgangsbasis beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar im Sinne der FTSE-Vektorlogik, also sowohl charttechnisch als auch statistisch, hier insbesondere Montag, Dienstag auch schwache Wochentage, auch hier ähnlich dem Euro-US-Dollar zur Wochenmitte leicht bullisch, um Freitag dann wieder ins Negative zu fallen, aber Montag, Dienstag auch hier eine ganz klar schwache Tendenz. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Ausgangsbasis, wenn man das mal so in die Beschau mitnimmt. Gut, also heute hier ergo ein Stück weit eine Schwäche zu erwarten, insbesondere unterhalb des Widerstandslevels. Und wenn wir uns das jetzt auch hier nochmal im Stundenchart beim britischen Pfund anschauen, dann wird deutlich, dass wir hier tatsächlich im Bereich 1,4150 eine schöne Barriere vor uns haben. Ein bisschen rausgehen. So. Hier auch noch ein kurzfristiges Level. Das können wir mal rausnehmen. Machen wir mal lieber eine Zone hier oben drauf. Sogar 72, da könnte man einen Stop-Loss platzieren. Hier auf dieser oberen Ebene für den Fall, dass der Preis da rausschießt. Da wäre man dann auch über dem Donnerstag hoch sogar schon. Also wenn das Preisverhältnis British Pfund US-Dollar hier nicht nach oben aufdreht, dann scheint es eher so, dass wir hier nochmal in Richtung 1,4054 nach der FTSE-Vektorlogik gehen. Sogar 1,40 wäre hier 1,4009 im Tief zu präferieren. Ja, also hier, wenn es extrem kommt, sehen wir sogar einen richtigen Durchschlag nach unten. Close wäre bei 1,4049 laut der FTSE-Vektorlogik hier dieser Bereich. Das würde eigentlich ganz gut ins Bild passen. Also insofern British Pfund US-Dollar auch heute hier unter Trading-Gesichtspunkten interessant. Hier ein kleiner vorgeschalteter Widerstand noch. Auch hier schön hervorzuheben. Und wer es genau wissen will, hat auch hier auf der Südseite sozusagen mit den Tiefs der Session vom Freitag und der Asia Session von heute Morgen hier eine Supportzone, also hier eine schöne Range. Wenn er da ausbricht, kann es durchaus Folgepotenzial geben. Allerdings gibt es so Bedenken, dass wir hier immer wieder auch am Montag einen relativen Findungstag haben bei den Währungspaaren, also hier die Volatilität nicht immer so ganz stark ausgeprägt und überdies natürlich dann auch hier durchaus wildes Geschnippe zu erwarten. Newstechnisch ist auch heute nicht die Bank im Markt, können wir uns auch mal kurz anschauen, was der Kalender heute hergibt. Sie sehen es, das ist sehr, sehr überschaubar. Insofern, ob richtig Momentum aufkommt, wird sich zeigen. Letztlich sehr technisch orientiert heute, weil wir nichts an News haben, die hier am Nachmittag oder am Vormittag den Märkten einen gewissen Impuls verleihen könnten. Insofern mal abwarten, ob die Kraft reicht, hier aus Eigeninitiative und technischen Gesichtspunkten einen Lauf zu sehen. British Pfund US-Dollar, Euro US-Dollar auf jeden Fall einen Blick wert, ob es nun am Montag ist oder nicht. Und insofern verabschiede ich mich heute hier schon mal für Ihr Einschalten jetzt und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kammerer und tschüss.